Hallo meine Lieben, da bin ich wieder. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Diesmal sehen wir uns im Büro, weil ihr wisst ja, die Videos, die ihr ja bei YouTube seht, die muss ich erstens bearbeiten. Das muss ich alles schneiden, gucken, dass alles richtig ist und vor allen Dingen die Musik. Das ist mir am allerwichtigsten. Denn ihr wisst, dass ich ja selber komponiere, so wie ich kann. Ich versuche es zumindest. Und ja, ich hatte eine Zeit lang das Problem, dass mein Master Keyboard leider den Geist aufgegeben hat. Aber ich habe ja noch ein altes Keyboard, das ist kein MIDI Keyboard, hier noch im Büro. Und damit kann ich noch mit meinem, auf meinem neuen Musikprogramm, Cubase Elements 10, das habe ich mir jetzt gekauft. Und da bin ich eigentlich sehr zufrieden mit. Aber ich wollte euch so ein bisschen einen Einblick geben, wie viel Zeit das eigentlich in Anspruch bringt und dass ich im Endeffekt ja die Malerei mit der Musik ja am liebsten verbinde. Weil für mich ist ja die Malerei, ohne Musik funktioniert es nicht und umgekehrt ist es genauso. Das heißt, ich muss mir erstmal irgendwas überlegen, wie mache ich das oder vielleicht habe ich manchmal auch was im Kopf, was ich spielen möchte. Ich kann leider nicht so gut Klavier spielen. Ja, die ganzen Unterrichtsstunden, die habe ich damals ein bisschen verpasst und 20 Jahre lang habe ich gar nicht gespielt. Ich hatte zwar immer noch mein Keyboard gehabt und immer mal ein bisschen irgendwas getan, aber schade, ich habe es leider nicht so richtig ausgebaut, was natürlich auch super, super schade ist. Aber egal, man tut, was man kann und wie gesagt, viel Spaß beim Video und ich wollte euch so ein bisschen Einblick geben in, ja, in das Ganze. Ja, das ist mein schönes Programm, mit welchem ich arbeite. Ich habe ja hier schon ein bisschen was vorbereitet. Ich weiß schon, ob man das hört. Also im Endeffekt habt ihr ja, haben wir ja in diesem Programm immer Spuren. Das heißt, ich fange an zu spielen und tue dann immer noch eine Spur darunter, damit sich das so ein bisschen anhört wie, ja, so ein bisschen orchestermäßig. Ne? Ihr wisst ja, ich spiele sehr gerne melancholische Musik, entspannend. Manche sagen von euch, es ist entspannend. Ja, es ist teilweise sehr entspannend, aber es ist auch sehr... ja, dramatisch auch, ne? Also ich mag diese dramatische, dynamische Musik, so eine Art Filmmusik, ja, so weit bin ich leider noch nicht. Und ich glaube, da komme ich nicht hin, aber egal. Sowas in der Art halt, ne? So, das heißt, wie ich schon erwähnt habe, ich arbeite mit Spuren. Die erste Spur war ja dieser Ton. Das heißt, ich muss in diesem Ton etwas aufnehmen, was sich gut anhört. Dann die zweite Spur. Ist dann so eine Art Chor. Dann haben wir die dritte Spur. Das ist dann Piano. Und die vierte Spur, erstens, weil ich bin noch nicht fertig, die vierte Spur. Das hört ihr wahrscheinlich dann auch in der Musik, dass da irgendwas klingelt. Komponiert, gemacht und geschnitten und nochmal muss ich mir das Ganze anhören, wie hört sich das an, ist das okay, was ich da fabriziert habe, aber dann, wenn sie fertig ist, exportiere ich die und dann habe ich meine eigene Musik, die ich euch dann in meinen Videos präsentieren kann.
Das ist für mich das Allerschönste. Vor allen Dingen, wenn es euch auch noch gefällt, das ist mega. Ja, wie gesagt, ich habe es auch nicht gelernt in dem Sinne. Also es ist auch alles autodidakt. Ich habe mir das alles selbst beigebracht. Ich wollte es immer schon machen. Das war für mich immer schon mitten die, ja, mit der Malerei, mit die beste Leidenschaft überhaupt, die ich habe in meinem Leben. Musik, Malerei. Und ja, ich bin super, super glücklich, dass ich die Möglichkeit habe, mich so zu entfalten. Und vor allen Dingen, dass es euch auch noch gefällt. So, meine Lieben, für so eine Musik brauche ich meistens 2 bis 4 Tage. Manchmal geht gar nichts, manchmal fühle ich mich nicht danach. Und mir ist es wichtig, immer neue Musik bei YouTube reinzustellen. Ja, aber jetzt habt ihr so ein bisschen Einblick, wie das Ganze so funktioniert. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß zuzuschauen. Und demnächst sehen wir uns dann mit der neuen Musik wieder, während ich male. Und ich hoffe, bleibt alle gesund und wir sehen uns bald wieder. Eure Domi.